Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, grüß dich ganz herzlich hier zur Challenge raus aus Mangel und Orientierungslosigkeit, rein in die Seelenfreude. Energietanken habe ich mir für heute überlegt. Ich würde gern mit dir Energietanken. Wollen wir mal gemeinsam heute die Energietankstelle besuchen von zu Hause aus? Hallo liebe Miriam, hallo liebe Ulrike. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr seid gerade die ersten und einzigen, die ich sehe. Ja, ich würde gern Energie tanken mit euch heute. Hallo Miriam. Ja, wenn du Hallo schreibst, gehe ich mal von aus, ich bin gut zu sehen und zu hören. Ich habe gerade den Lautsprecher noch ein bisschen hochgestellt, damit die Lautstärke auch gut ist. Und genau, dann wollen wir doch vielleicht gleich mal starten. Es sind mehr Zuschauer da inzwischen, die ich aber im Kommentarfeld nicht sehe. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, egal ob du jetzt hier live dabei bist oder anschließend das Replay anschaust. Um 18 Uhr heute Abend bin ich auch nochmal live hier in der Gruppe. Und da würde ich gerne auf die Themen eingehen, wenn du jetzt einen Job hast und nebenberuflich selbstständig bist, aber die Selbstständigkeit jetzt lahmgelegt ist aufgrund der jetzigen Situation, oder wenn du hauptberuflich schon selbstständig bist und die Selbstständigkeit jetzt lahmgelegt ist aufgrund der jetzigen Situation, was du gerade dann jetzt tun kannst, um raus aus dem Mangel, aus Existenzängsten, aus Orientierungslosigkeit und was da einfach alles mit dranhängt. Da gehe ich heute Abend um 18 Uhr drauf ein, so von 18 bis 18.45 Uhr werde ich da hier live sein. Wenn dich das Thema tangiert, dann bitte schreib mir auch gerne ins Kommentarfeld schon mal rein, in welchem Bereich du selbstständig bist oder nebenbei selbstständig bist. Dann kann ich da noch spezifischer heute Abend drauf eingehen. Okay, gut. Ansonsten, dann lass uns mal Energie tanken. Dazu würde ich dich gerne einladen, jetzt mal die Augen zu schließen, eine bequeme Sitzhaltung einzunehmen. Der Rücken darf möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Und dann lade ich dich ein, auch mal über die Füße Kontakt zur Mutter Erde aufzunehmen, die dich, die uns alle nährt und trägt, die wohlwollend an unserer Seite ist. Und dann lade ich dich ein, mal auszuatmen, gerne durch den Mund. Mach dich leer. Lass die Schultern sinken. Gerne auch mal mit so einem Schoßseufzer, so. Es hört dich ja niemand. Wunderbar. Die Hände gerne auch mit den Handflächen nach oben gerichtet auf die Oberschenkel legen, sowie um alles Gute aufzufangen. Und komm so ganz im Hier und im Jetzt bei dir an. Nimm den Raum, in dem du dich befindest, mit deiner ganzen Präsenz ein, ganz so, wie es jetzt möglich für dich ist. Und komm so auch ganz in unserem gemeinsamen energetischen Raum hier an. Wunderbar, sehr schön. Und dann lade ich dich ein, dir vor deinem geistigen Auge eine goldene Schale vorzustellen. Stell dir einfach vor, wie vor deinem geistigen Auge jetzt eine goldene Schale erscheint, eine große goldene Schale. Wenn du mehr so der visuelle Typ bist, dann kannst du die goldene Schale dir vielleicht auch so richtig gut vorstellen. Ansonsten denk einfach, da ist eine goldene Schale vor deinem geistigen Auge, schwebt die vor deinem Körper, mach es dir ganz einfach. Gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt vor allem auch keine genaue Vorstellung, wie genau diese goldene Schale ausschauen muss. Denk einfach, da ist eine goldene Schale. Wunderbar. Sehr schön. Wow. Und dann lade ich dich ein, jetzt so mal deinen Körper zu fragen. Lass mal die Frage auf dich wirken, auf deinen Körper wirken.
Körper, was brauchst du jetzt an Energie? Welche Energie ist jetzt genau die richtige für dich? Und lass dann in dein Bewusstsein die Energie, die dir als erstes einfällt. Vielleicht ist es Licht, vielleicht ist es Liebe, vielleicht ist es Heilung, Ruhe oder Geborgenheit. Was auch immer, vertraue ganz dem ersten Impuls, der da kommt. Körper, welche Energie brauchst du jetzt? Was kommt da in dein Bewusstsein? Dann lade ich dich ein, jetzt mal was ganz Magisches geschehen zu lassen. Stell dir vor, wie aus dem Universum, aus den Universen, aus allem, was ist, auf magische Weise genau diese Energie jetzt beginnt zu strömen in die goldene Schale, die vor deinem geistigen Auge vor dir schwebt. Stell dir vor, wie diese Schale jetzt sich füllt mit genau der Energie, die du und dein Körper jetzt brauchen. Und so aktivieren wir diesen Strom jetzt mit den Energien. Du kannst das. Vertraue, dass du das kannst. Selbst wenn dein Denker jetzt das in Frage stellt, wie funktioniert das, soll das funktionieren? Vertraue einfach, es funktioniert. Einfach vorstellen, wie genau diese Energie jetzt aus allen Universen, aus allem, was ist, beginnt zu strömen und die goldene Schale sich so füllt, mehr und mehr füllt. Für dich gibt es weiter nichts zu tun, als einfach nur da zu sein und zu beobachten, wie genau diese Energie jetzt in die goldene Schale strömt. Noch mehr, noch mehr. Wunderbar. Wenn dir die Vorstellung so schwer fällt, weil du so sehr vom Verstand her orientiert bist, dann stell dir einfach vor, wie es wäre, wenn du dir vorstellen könntest, goldene Schale. Genau die Energie, die du jetzt brauchst, strömt in unendlich großer Menge in diese goldene Schale. Wir machen das mal noch so 30 Sekunden, lassen wir die Energie mal noch strömen in die goldene Schale. Wow, dann lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie jetzt diese goldene Schale sich leicht neigt, zu dir neigt und diese Energien dich jetzt durchfluten und durchpulsen. Stell dir vor, wie du dir jetzt erlaubst, genau diese Energie von der goldenen Schale zu dir weiterströmen zu lassen. Das kannst du auch gerne unterstützen, indem du jetzt beginnst, tief und genüsslich einzuatmen und dir Atemzug für Atemzug vorstellst, wie du diese Energie jetzt aufnimmst in deinen physischen Körper, sodass dein ganzer gesamter physischer Körper durchflutet und durchpulst wird von genau diesen Energien. Tank dich so auf. Atemzug für Atemzug. Und spür auch gerne jetzt mal in deinem Körper hinein. Vielleicht gibt es da irgendwo ein oder mehrere Stellen, wo diese Energie jetzt vielleicht nicht so ganz durchfließen möchte, wo vielleicht ja, eine kleine Schranke oder eine Blockade ist. Nimm das dann wahr, ohne zu bewerten und zu beurteilen. Entscheide dich dafür, dass auch in diese Bereiche jetzt genau die Energie strömt,
die über die goldene Schale jetzt zu dir fließt, einfach dafür entscheiden, dass vor allem in die Bereiche, wo dein Körper es jetzt am notwendigsten braucht, wo es am erforderlichsten ist, genau diese Energie hinströmt. Wow, und so dein gesamter Körper durchflutet und durchpulst wird von dieser Energie. Dusch dich in dieser Energie und stell dir vor, wie mit weiteren Einatmungszügen die Energie auch weiter hinausströmt über deinen physischen Körper hinaus und alle feinstofflichen Körper auf alle Ebenen deines Seins. Sehr, sehr schön. Lass diese wunderbare Energie über deinen physischen Körper hinausströmen, auf alle Ebenen deines Seins. Und gerne kannst du dir jetzt zusätzlich noch die Frage stellen, welche Lichtenergie vielleicht zusätzlich noch in einer besonderen Farbe notwendig ist, erforderlich ist, hilfreich ist. Lass dann auch gerne diese Lichtenergie in der Farbe, die dir als erstes in den Sinn kommt. Vertrau da ganz deinem Impuls, deiner Wahrnehmung, die genau diese Lichtenergie in der Farbe jetzt auch noch zu dir strömt. Sodass dein gesamter Körper, dein physischer und dein feinstofflicher Körper immer mehr und mehr zu einem Lichtkörper wird in genau der Farbe, die dich jetzt zusätzlich erreicht, durchflutet und durchströmt. Und geh dann gerne auch mal mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Füßen, zu deinen Fußsohlen. Und stell dir vor, wie da Wurzeln in Mutter Erde wachsen. Ganz tief in Mutter Erde, bis zum Mittelpunkt von Mutter Erde. Und stell dir jetzt gerne auch vor, wie du zusätzlich nährende Energie auch noch aufnimmst über diese Fußwurzeln. In deinen Körper, in deinen physischen Körper, wie sie über deine Fußsohlen hineinströmen, diese nährende Energien von Mutter Erde und ebenfalls dein gesamtes Sein durchfluten und durchpulsen. Und spür mal, wie du jetzt so in der Fülle dich getragen fühlen darfst vielleicht. Fühl mal, wie sich das jetzt anfühlt. Wie du so angebunden bist an die unendliche Fülle, die immer da ist. Die unendliche Fülle, die dich nähren möchte. Und auch das Vertrauen, das immer für dich gesorgt ist. Dann lade ich dich jetzt mal noch ein, einfach nur zu genießen, mal wahrzunehmen, was das jetzt mit dir macht, wie es dir jetzt geht. Einfach nur eine Minute die Stille zu genießen. Jetzt.
Wunderbar. Und dann nimm nochmal einen tiefen und bewussten Atemzug. Recke und strecke dich gerne mal so nach oben. Vielleicht magst du auch mal einen Stoßseufzer von dir geben oder mal gähnen. Mir war gerade zum Gähnen zumute. Ach, und die Silvia hat es endlich mal live geschafft. Sehr, sehr schön, Silvia. Wunderbar. Schön, dass du dabei bist. Liebe Ulrike, hallo, liebe Bettina. Ja, schön, ihr Lieben. Willkommen zurück, aufgetankt mit wunderbarer Energie. Schreibt es mir gerne mal ins Kommentarfeld rein, wie es euch jetzt geht. Ich freue mich da immer über Feedback. Schaut da anschließend auch gerne rein. Und ja, dann sehen wir uns morgen nochmal, 12.30 Uhr hier im Rahmen dieser Challenge und sehr, sehr gerne auch heute Abend um 18 Uhr, wenn es darum geht, wie du jetzt als Erste-Hilfe-Maßnahme gerade in der jetzigen Situation so das Thema Selbstständigkeit, sei es hauptberuflich oder auch nebenberuflich, auf ein Level bringen kannst, dass es wirklich mal unabhängig von solchen Krisen funktioniert, weil da gebe ich dir heute Abend ein paar Tipps, ein paar Schritte weiter. Okay? Hab noch einen wunderschönen Tag. Ganz liebe Umarmung. Bis dahin. Ciao.